Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Wir versuchen es nochmal. Im Stream war es nicht so cool, weil es einfach tierisch geleckt hat und mein vor 5 Jahren super aktueller Zockerrechner jetzt mittlerweile so langsam Alterserscheinungen aufweist, musste ich die RAM-Leistung ein wenig erhöhen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Wir werden sehen. Ich nehme jetzt diese Folge auf und ja, wenn es gut wird, werdet ihr die Folge sehen. Wenn nicht, dann eher nicht so. So, lasst euch überraschen. Ja, ich muss gerade mal gucken, wo wir waren. Jetzt komme ich nicht wieder ins Spiel. Das ist auch geil. Hallo. Ah. Oh. Wie wenig manche Spiele mit 2 Bildschirmen klarkommen. Ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit doch so unüblich ist, dass man mit 2 Bildschirmen unterwegs ist. Ich weiß nicht. Also, Resident Evil hat beim letzten Mal schon so Stress gemacht. Sekunde, wir sind gleich wieder da. Boah, blödes Spiel, ey. Ohne Witz. Wechseln zu, bitte. Jetzt ist es schwarz. Ist auch geil. Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, dass sich Resident Evil und OBS nicht gut vertragen. Vor allen Dingen läuft die Musik immer noch, obwohl ich das Spiel gerade beendet habe. Creepige Sachen außerhalb des Spieles. Okay, das war... Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Da muss ich auch echt den Prozess noch beenden, weil das Spiel nicht aufgibt. Es möchte weiter ausgeführt werden. So. Ich möchte dich auch gerne wieder ausführen, aber dann benimm dich bitte auch, Spiel. Das wäre total nett von dir. Ja, ist okay. Kenne ich alles schon. Ja, schließen. Ja, abbrechen. Ich brauche kein Netzwerk. Ist okay. Dieses Lied. Ah, mir ist ein bisschen kalt. Ich habe irgendwie versäumt. Ich muss mal meinen Sichtschutz hier zurechtrücken. So. Resident Evil. Da sind wir. Können wir ja mal fortsetzen hier. Ich habe keine Ahnung. Wir müssten eigentlich im Safe-Raum sein. Im Safe-Raum. Im Sicherheitsraum. In dem Raum, wo uns keiner was tun kann. Schnief. Ich bin übrigens immer noch am Schniefen, es tut mir leid. Es hört einfach nicht mehr auf. War jetzt vor kurzem im Hamburg. In Hamburg. Und da ist es halt recht kalt und windig. Vermutlich hat das meiner Erkältung nicht gerade gut getan. Aber ich hatte Spaß. Und ich war auf einer Videospielausstellung. Das war sehr informativ. Ziemlich cool. Hab an so alten Arcade-Automaten gespielt. Das war ganz geil. War auch das erste Mal in meinem Leben. Ich bin ja auch noch nicht so alt, dass ich das miterlebt hätte. Wieso zittert denn das alles so? Ist das mein Typi? Was ist das Geklicker? Okay. Also, Safe-Raum. Ja, so richtig flüssig läuft es immer noch nicht, habe ich das Gefühl. Aber... Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Kram soll. Ah, egal.
Da hatte ich schon reingeguckt, wir müssen jetzt hier im Endeffekt weiter. Das Telefon war da hinten, ne? Hier hat der mir das Bein abgehackt. Kann ich mich jetzt hier endlich mal in Ruhe umgucken? Was ist denn mit den Schatten hier nicht in Ordnung? Das ist wahrscheinlich, weil ich das so scheiße eingestellt habe. Was ist denn das? Oh. Alles klar. Gesicht durchgestrichen. Ist okay. Das hier ist so eine mega epische Tür, die hier einfach mal null reinpasst. Ich da mit der Münze irgendwas machen? Das kann hier nicht verwendet werden. Okay. Aber jetzt kann ich wenigstens mal ein bisschen in Ruhe gucken. Aber hier ist auch, glaube ich, nichts mehr. Genau, hier waren die anderen Fotos, aber die hatte ich, glaube ich, alle schon mal so ein bisschen durchgespielt. Genau, das verrückte Ehepaar. Und das war der Spacken. Der Spacken, der mir Sachen ins Gesicht geworfen hat. Wo ist denn das Telefon? Ist das in der Küche? Yay! Also es läuft schon um einiges flüssiger. Klar, es ist immer noch nicht wunderschön und es ist immer noch nicht perfekt. Aber wenn denn von meinen 12 GB RAM auch nicht nur 7,95 zu nutzen sind, sondern auch 12, denke ich mal, wird das auch hinhauen. Klar wird das hier kein grafisches Meisterwerk, weil mein Rechner einfach zu alt ist. Aber. Oh, Pistole. Ist da noch was? Nee, kann ich wieder zumachen. Zumindest ist es so schon mal spielbar. Und das ist die Hauptsache. Hier, mach doch mal die Schubladen zu, ey. Das ist ein Haushalt. Alles steht offen. Alles ist unaufgeräumt. Ich habe das Gefühl, es ist sehr hell, ne? Es liegt wahrscheinlich einfach daran, weil ich da an den Einstellungen ein bisschen rumgeschraubt habe, weil ich vorher gar nichts gesehen habe. Jetzt bleibt er nur noch hier, ne? Eigentlich. Sieht zerbrechlich aus. Habe ich was zum Zerstören? Was ist denn das eigentlich? Ein Dietrich. Nee. Garage. Ja, jetzt kommt wieder meine Natur zum Tragen. Ich bin nämlich. Wo ist denn das Telefon? Ich bin nämlich sehr unaufmerksam und finde immer viele Sachen nicht, weil ich nicht überall hingucke. Wo ist denn das Telefon? Ist das in meinem Kabuff hier? Klingelt das denn erst, wenn ich rausgehe, ey? So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du Okay. musst aus dem Haus raus. Es gibt einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Angetackerter Arm, ey. Okay. Ich habe irgendwie mein Mauskabel ist gerade ein bisschen kurz. So, dann gucken wir mal, was ist das hier? Ach, das ist das Speicherding. Machen wir gleich nochmal. Einfach nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie, was so passiert. Und jetzt rennt er bestimmt auch wieder hier rum. Wetten? Eben habe ich mich die ganze Zeit recht sicher gefühlt. Jetzt tue ich das nicht mehr. Scheiße. Aber Resident Evil ist ja auch einfach mal so arschig.
dass man 25 Mal den gleichen Gang lang geht. Und beim 26. Mal passiert irgendein Shit, mit dem du null gerechnet hast, weil du einfach schon so oft da durchgelaufen bist, dass du nicht davon ausgehst, dass da was passieren könnte. Ja, so. Aber ich glaube, da lachen sich die Entwickler halt auch ins Fäustchen, weil auf genau sowas legen die das ja an. Jetzt bin ich schon wieder hier. Hier ist doch nichts. Okay. Kann ich springen? Nee. Schade. Wäre jetzt hier gerne ein bisschen rumgehüpft. Was ist hier eigentlich? Da hat der vorhin einen Vorhang. Okay. Irgendwo klopft es hier doch. Hey, hier drüben. Wer bist denn du? Mein Freund, hol mich raus. Hey. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vernichtete Personen erreicht. Ich verstehe nicht. Ich muss hier raus. Ja. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Hallo, ich bin ein Opfer. Wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Boah. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Okay. Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Das hätte ich auch gesagt. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Wie er guckt. Ja, verdammtes komm hier. Hier. Nehmen Sie. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Naja, es ist besser als nichts, mein Freund. Haja! Tschu! Bam! Pow! Pow, pow, pow! Was soll ich mit der ganzen scheiß Pistolenmunition, wenn ich keine Knifte habe? Ich will mich irgendwie gerne nochmal umgucken. Ich Angst habe, dass ich was verpasst habe oder so. Da muss der Polizist halt ein bisschen warten. Siehst du, hier sind die Sachen. Nikos Hardware. Säge 24,99. Seil 34,79. Tierhalsband 19,99 mal 20. Wofür brauchen die 20 Tierhalsbänder? Seile sehe ich ja noch ein. Zum Fesseln von Leuten, zum Aufhängen von Sachen. Aber Tierhalsbänder? Oh. 586,21. Das war teures Shopping-Tour hier. Kann man hier noch irgendwas lesen? Oh, anfassen. Oh, fass mal die Wand an. Hier. Oh. Er spürt die Seele der Wand. The Birthday and Furz is not dead. Irgendwer ist nicht tot. Where's my Mova? Has anybody seen my leg? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das, was ich da gerade vorlese, richtig ist. Da richtige Bücher drin? Warte mal, wie konnte ich denn? Ich konnte doch irgendwie... Egal. Ich weiß es nicht mehr. Nee, hier war nix. Genau, da konnte ich was dranhängen, ne? Das macht auch keinen Sinn. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber man versucht es trotzdem mal. Man weiß ja nie. Genau, mal weit auf hier. Kann ich nicht irgendwas mitnehmen? Nicht? Kannst du auch wieder zumachen hier.
So. War da unten eigentlich irgendwas? Nee, da kam ich doch dann nur so rüber in den Safety-Raum da. Ist jetzt gerade wieder ein bisschen geleckt. Eventuell muss ich auch einfach die Einstellung noch so ein bisschen anders optimieren. Aber es läuft jetzt auf jeden Fall schon besser als vorher. Ich bin schon wieder falsch gegangen, ne? Die Garage war woanders. Kann ich das nicht kaputt machen? Ist ja ein bisschen lahm. Bei der Garage war auf der anderen Seite, ne? So. Genau, und dann sind wir wieder vor der Garage und bevor ich jetzt hier irgendwas tue, beende ich diese Folge, denn die 15 Minuten sind um. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.